Ich heiße August Strindberg und hier soll ein Vorsprechen für Schauspieler sein. Gnade. Gnade dem Knaben, der dir vorgreifen wollte. Lauter! Freilich steht's nun in meiner Macht. Hat er schon angefangen? Einzuholen. Schon ja, ich glaube schon. Der Mund bewegt sich ein bisschen. Was? Eines Opfers? Das ihre Unfälle. Ah, raus mit dieser Heulsuse. Ja, danke. Ja. Jetzt ist Schluss mit dem Theater für mich. Gerade als ich einen Fuß hineinbekommen hatte. Du hast behauptet, du könntest keine Kinder zeugen. Dann ist das mit der Harnröhrenverengung wohl nur ein Bluff gewesen. Aber wenn du plötzlich nicht mehr schreiben dürftest, dann aber. Na, dann wäre hier plötzlich die Hölle los. Jetzt musst du still sein, denn Mama muss jetzt proben. Hätte ich nicht das Joch mitten in zwei gebrochen, dann hätten meine Kinder und deine Kinder es in Ewigkeit tragen Gut. müssen. Da ist Zola. Wo denn? Nein, da, links. Das ist das Problem mit euch Schriftstellern. Ihr redet nur, aber wenn es darum geht zum Handeln, zögert ihr. Aber ohne Taten sind all eure Schönetscherien gar nichts wert. Nein, handeln. Gewalt ausüben. Gewalt ausüben heißt handeln. Ach. Es ist 11 Uhr vormittags und du bist schon betrunken. Mir ist langweilig. Was willst du eigentlich? Was willst du? Was willst du, dass ich tun soll? Was willst du? Ich will doch nur arbeiten. Du bist jetzt ein wichtiger Mann, August. Ein wichtiger politischer Faktor. Nun, jetzt ist er ein Held, was unbegreiflich ist. Im Gefängnis aber wird er ein Märtyrer. Aber, Eure Majestät, wenn man ihn freispricht, dann entdecken seine radikalen Freunde, wo er eigentlich steht in der Frauenfrage. Er ist ein Schwein! Ein Hund! Seine Verunglimpfungen sind eine Schande für Schweden! Ich soll mich zensieren, das tue ich nicht! Nichts! Niemals! Daraus wird nichts! Niemals! Die werden dir die Hölle aber heiß machen. Ich war letzte Woche in Zürich, da hat sich für den Sozialismus keiner interessiert. Die Psychologie ist das Neue, die Reise ins Innere, die Erforschung der menschlichen Psyche, die Psychiatrie. Professor Charcot, ein Experiment in der Salpêtrière mit hysterischen Frauen und Suggestion, das ist das Neue. Der Sozialismus, der hat keine Zukunft. Du musst dranbleiben, August, um jeden Preis. Sigmund Freud. Guten Tag. Assistent von Dr. Charcot. Das Bahnbrechende an Dr. Charcots Untersuchungen ist, dass er die hysterischen Reaktionen mit rein mechanischen Mitteln hervorrufen kann. Zum Verständnis der Psyche der Frau sind die Experimente, die wir hier durchführen, von entscheidender Bedeutung. Ich habe ein Angebot, zu dem Sie nicht Nein sagen können. Kommen Sie und wohnen Sie in unserem Schloss. Ein Paradies. Ganz eurer Größe würdig, Herr Dichterfürst. Es ist warm, was?
Und alles, was geschieht, wie ungewöhnlich es auch sei, erscheint mir so, wie es sein soll. Geh hier raus. Jetzt schieß ich! Man müsste dir sofort den Schwanz abhacken. Widerlicher Mädchenschänder. Kommt hier an und spielt den feinen Mann, den feinen Mann! Durch diese Exzesse an Formlosigkeit, Brutalität und Gemeinheit sich eines Verstoßes gegen den guten Geschmack schuldig gemacht hat und erklärt hiermit die Ausstellung für geschlossen. In Berlin ist kein Platz für Dekadenz. Ist das der Frauenhasser? Ist das wirklich Strindberg? Ist das Theater oder Philosophie? Harriet, das ist eins von Strindbergs besten Stücken. Es müsste in Versen sein. So unnatürlich ist es. Verzeihung, aber es ist ein so schwieriges Stück. Wollen Sie ein Kind von mir? Ja, danke. Nun, Herr Strindberg, was sagen Sie?